So, und da sind wir wieder mit Wir leiden gemeinsam. Wir müssen ja immer nur unseren Charakter hier hochleveln. Das Gute ist, wir haben hier noch ein paar Nebenquests, die wir machen können. Wo es auch ein bisschen was für gibt. Das ist das Gute. So, du siehst mutig und stark aus. Kannst du mir meine geliebte alte Angerode vom Lilienstein holen? Als ich dort angelte, loderte plötzlich seltsame Flammen auf. Mich zu. Ruderten plötzlich seltsame Flammen auf mich zu. Da packte mich die Furcht. Ich ließ alles fallen und rannte um mein Leben. Die Angelrute liegt hoffentlich noch neben dem Zelt. Kannst du sie holen? Bitte, sie bedeutet mir sehr viel. Ja, das machen wir. Wir kommen zur rechten Zeit. Gerade eben ist eine Lieferung angekommen und die Waren müssen verteilt werden. Bring die Plättenrüstung zu dem Soldaten Daranmert. Die Muntui-Bohnen zur Bäuerin Kelek und die Flusskrebsbällchen zur Anglerin Bertel. Hoffentlich hast du starke Arme. Die Sachen sind ganz schön groß und schwer. Aber versuch mal, ob du sie tragen kannst. Sie liegen am Ende des Stegs. Ja, aber natürlich. Der Sigi. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Ich freue mich nur, wenn wir dann alle auf 15 haben. Hast du etwas für mich? Jo, habe ich. Dann können wir nämlich zumindest kurzzeitig ein bisschen Hauptquest weitermachen. Danke. Plattenrüstung sieht man nicht sieht man in Gredania eher selten. Aber gegen die schwer gerüsteten Galeeren müssen wir eben aufrüsten. Ach ja, stimmt. Wir haben ja auch noch Klassenquest. Okay. Na gut, Klassenquest ist immerhin noch besser als das hier gerade. Ohne neue Köder kann ich nicht arbeiten. An einem leeren Haken, das Haken beißt nun mal kein Fisch an. Das stimmt. Ah, die Flusskrebsköder. Damit sieht die Sache natürlich ganz anders aus. So langsam müsste die Lieferung eigentlich ankommen. Ja, ist sie. Hier. Na endlich, die Muntui-Bohnen. Ich arbeite als Lebensmittellieferantin und mit den Bohnen werde ich gute Geschäfte machen. Danke, dass du mir die Lieferung gebracht hast. Das ging schnell. Vielen Dank. Du scheinst stärker als ein Lastesel zu sein. Allein hätten wir die schweren Sachen nicht so schnell wegräumen können. Doch dank dir ist der Steg jetzt wieder frei für die nächste Lieferung. Und noch ein Auftrag. So. Ich habe einen weiteren Auftrag für dich, der dich diesmal etwas mehr fordern wird. Pass auf, jage ein paar Hornissenschwärme und sammle die getöteten Hornissen ein. 4 Tüten voll sollten reichen. Willst du wissen, was ich damit vorbereite? Nun, daraus werde ich etwas Feines zubereiten. Du wirst schon sehen. Oh Gott. Die armen Hornissen. Naja. Also rein theoretisch würde ich mich ja im echten Leben niemals an Hornissen ranwagen. Ich habe jetzt. Ich glaube, letztes Jahr war es. Da habe ich Hornissen gesehen, die waren größer als alles, was ich je gesehen habe. Ich habe echt Respekt vor den Viechern. So. Da sind auch noch Hornissen. War klar. War klar, dass das Vieh noch dazu kommt. Aber es gibt die Erfahrung. Wir müssen das immer berücksichtigen. Es gibt Erfahrung. Wo muss ich? Ach, da hinten. Okay. Ich sehe schon. Ja, das Lager kann man auch kaum verfehlen. In aller Regel. Da ist auch schon die Angelrute. Das Gute an diesen Aufträgen ist, sie gehen halt verdammt schnell.
Noch zumindest, noch. Ich habe in Shadowbringers zwei Nebenquests gemacht. Die sind schon deutlich länger. Gut, da wird aber auch noch viel, viel mehr wieder geredet. Also, was man vorlesen muss. Deswegen noch könnt ihr eigentlich froh sein, dass es so kleine Quests sind. Und dass wir relativ am Anfang. Das ist eigentlich ist ja nicht viel passiert bisher. Wenn ich das mal so sagen darf. Also eigentlich. Ja, so leicht. Leicht die ersten Storyteile haben wir halt wirklich schon. Aber wirklich hätte so angekratzt. Wir haben noch nicht mal ansatzweise die Leute kennengelernt, die uns später durchs gesamte Spiel hinweg begleiten werden. Also, ja. Es ist eigentlich traurig. Aber wie gesagt, ja, ihr wusstet, worauf wir uns einlassen. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und ja. So ist das nun mal. Hast du die Toten und Nissen? Na dann her damit. Hier. Perfekt, das wird reichen. Die legen wir jetzt schön in Alkohol ein und fertig ist die leckere Hornissentinktur. Wozu dieser Grund hat schon vor Ewigkeiten eine Flasche bestellt. Aber die kleinen Biester sind so schwer zu beschaffen. Naja, was lange währt, wird endlich gut. Kannst du die Flasche zum Margold am Zwiesegrund bringen? Dann können wir machen, ja. Hast du meine alte Angelrute gefunden? Auch die haben wir gefunden, ja. Ja, das ist sie. Vielen Dank. Ich war schon so oft am Lilienstein angeln, aber solche Flammen hatte ich noch nie zuvor gesehen. Wirklich unheimlich war das. So schnell traue ich mich nicht nochmal dorthin. Aber dank dir kann ich jetzt woanders angeln. Ja, das ist schön. Nein, wir nehmen das Geld. So, jetzt können wir zu Guts Fiesegrund zurück. Weil, Queste fertig. Queste fertig, weitermachen. Jetzt kommen die Freibriefe. Da muss ich aber erstmal hin. Ja, tatsächlich. Soweit erstmal alles fertig. Unheimlich. Echt unheimlich. Nun gut, es könnte sein, dass wir hier jetzt nochmal Auftrag kriegen. Eventuell. Ja, ich bin Margold. Hast du eine Lieferung für mich? Oh ja. Die haben wir. Oh, das ist ja die Hornissentinktur, die ich bestellt habe. Vielen Dank. Hoffentlich haben dich die Hornissen nicht zu arg gestochen. Die Hornissentinktur verwende ich, um die Gießerpflanzen vor Schädlingen zu schützen. Du weißt ja, wie sehr Schokobos die Blätter der Gießerpflanze lieben. Ohne Gießerblätter läuft hier nichts. Dank dir können wir eine ordentliche Ernte einfahren und unsere Schokobos mit genügend Gießerblättern versorgen, sodass sie zu prächtigen Tieren heranwachsen werden. Vielleicht wird sich ja einer unserer Schokobos irgendwann bei dir bedanken, indem er dir als Reittier dient. Ja, vielleicht. Okay, wir haben tatsächlich. Oh Gott, wir haben keine Nebenquest mehr. So, Leute. Wir können uns auf Freibriefe gefasst machen. Ei, weil wir das ja alles so toll finden. Guter Neid war auch da hinten. Mückenplage. Ja, hier, okay. Ja, dann gehen wir von oben nach unten runter. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, bestätigen. Aha. Ich dachte ja mal. Na gut, selbst wenn wir können ja sowieso noch nicht in Inis. Davon ganz abgesehen. Aber ich glaube, es sollte jetzt recht schnell gehen. Weil wir mit unserem Dragoon jetzt auch etwas stärker sind. Würde das eigentlich jetzt ganz flott gehen. Wie gesagt, wenn wir auch hier auf 14 sind, können wir wunderbar die letzten Bestiariumsviecher erledigen. Ohne dass wir malträtiert werden.
springen dann einmal wieder zurück. Da sind sie, hocken beide aufeinander. Sehr gut. Vielleicht schaffen wir es auch einfach nur durch das Töten von den Gegnern hier. Auf 13. Und dann mit dem letzten Fügen auf 14. Mist. Hier bin ich zu spät ausgewichen. Nein. So, Mückenplage beginnen. Ja. Ja. Und jetzt kommen die Mückis. So, das haben wir. Da sind noch Mücken. Mücken gut. Ja, wir sollten es eigentlich schon auf 13 schaffen. Nur mit dem Gegner töten. Wäre zumindest machbar. Wenn ich auch gleich nochmal an den Routine-Bonus denke. Und sich wäre es halt auch einfacher, wenn wir in der Gilde wären. Dann würden wir dadurch nämlich auch nochmal Routine kriegen. Oder ein Charakter auf 80. Wäre halt auch hilfreich. So, komm schon. Ja. Jetzt haben wir. Nein. Ja. Einmal. Wir das mal. Ja, also auf 13 kommen wir mit den Gegnern. Das ist schon mal gut. Jo, Stufe 13. So. Nein, ich will nicht.
So. Und abgeben. Ah, wird knapp. Nee, das wird nichts. Huch. Sammlerfrage. Ah, Ach, schade. Wäre so schön gewesen. Oh, und den ganzen Scheiß nochmal. Ja, wenn wir im Ost weiters machen. Ja, wir nur ab 20. Ja, ich muss hier noch einmal mindestens. Ach, schade. Schade, schade. Egal. Komm, machen wir noch einmal. Wir haben jetzt halt doch keine Nebenquests mehr. Ach, den ganzen Mist nochmal. Es tut mir so leid. Toll, und gleichzeitig noch ein Fade. Nett. Naja. Vielleicht schaffen wir es. Na, auf 50 schaffen wir es auch nicht. Dazu müssten wir jetzt halt mit den Gegnern auf 14 kommen. Ich glaube, das wird sehr eng. Aber mal gucken. Es ist halt noch ein bisschen das Angenehmste, finde ich. Genauso wie das Ding mit dem Beruhigen. Und ich weiß, was ich vergessen habe, die Katze. Irgendwann begreife ich auch mal, dass ich die Katze da einfach mal stehen lasse. So. Nein. Solche Bekämpfung beginnen. Ja, komm. Ach, das ist jetzt so die Viecher töten, okay. Ja, das ist auch noch in Ordnung. Da muss man halt auch nicht besonders viel machen. So kurz vor der 14, ey. Na gut, dafür wird es dann mit dem Bestiarium schneller gehen. Dann können wir in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall uns um die Task-Quest kümmern. Und ja. Dann irgendwann eventuell wieder um die Hauptquest. Ich meine, selbst Klassenquest wäre ja schon angenehmer.
Als sinnlos leveln. Was heißt sinnlos leveln? Nein, ihr wisst, was ich meine. Das Gute ist, euch sind 2 bis 3 Stunden Leveling erspart geblieben. Ich weiß nicht, wie weit das wirklich besser ist, aber... Huch, nee, gerade brauche ich nicht. Beginnen, ja. Ja. Ach, das Ding. Ja, das ist das Ding ist anstrengend. So. Dann nächster Zielort. Okay, Stufe 14 werden wir erreichen. Da sehe ich schon mal was. Da ist einer. So, und jetzt müsste, ja, da hinten noch einer sein. Hoffe ich. Ja. Gut, durch den nächsten Gegner kommen wir auf 14. Ja, wir haben es fast. Leute, wir haben es fast. Im Part kommen wir auf 15. Ist das nicht schön? Nein. So weit auseinander liegt das jetzt ja nicht. Bin ich jetzt von da oder von hier renne? Gleich Stufe 14. Einmal. So, okay, wir sind noch nicht 14, aber gleich. Ja. So, jetzt danach nur noch Bestiarium. Dann haben wir es. So. Wunderbar. Dann... Ostwald. Ach Gott. Also wirklich, die Charaktere, die Klassen auf 15 zu kriegen, ist echt so ein harter Brocken. Wen Fungus des Jenten. Vielleicht reicht der Feenfungus hier sogar. Mal gucken.
Sonst haben wir ja, glaube ich, noch die Dämonenschnarke. Oh, warte mal. Jetzt aber. Wie viel kriegen wir dafür? 5.300. Ich glaube, dass da so ein bisschen was fehlen wird. Kann ich mir zumindest vorstellen. Oder? Na? Nee, sollte reichen. Sollte reichen. Sehen was? Gott sei Dank. Das hat gereicht. So, Leute. Wir haben. Halt. Was für ein Krampfakt. Gut. Wirklich gut. Dann gehen wir jetzt einmal nach Gridania. Können wir einmal unsere Klassenquests abgeben und abholen. Ich glaube, zumindest abholen. Das würde es jetzt, glaube ich, schon mal besser machen. Einfacher. Schneller. Oh. So. Dann... Mann. Mal mit dem Bogenschützen. Direkt einmal nach hier unten rennen. Und das Ding annehmen, was wir hier haben. Dann nehmen wir noch das für die Druidengilde an. Und dann haben wir direkt beim nächsten Mal was, wo wir starten können. So, hallo. Ah, Ash, inzwischen müsstest du mit dem Bogen schon gut vertraut sein. Bevor du weiter übst, möchte ich sicher gehen, dass du dir die Grundlagen des Bogenschießens auch richtig angeeignet hast. Du sollst sehen lernen. Den Blick durch die Landschaft schweifen zu lassen, bedeutet nur, nichts sehen zu können. Gezielte Beobachtung erst ist wahres Sehen. Ein Wolfgriff registriert aufmerksam jedes Detail und prägt sich seine Umgebung ein, damit ihm keine gegnerischen Bewegungen entgegen. Das werden wir heute üben. In der Stadt haben wir uns zu Übungszwecken einige Zielscheiben aufgestellt. Du sollst 6 davon finden und mit einem gewaltigen Schuss zerstören. Die Trümmer brauchst du nicht aufzuräumen. Das machen wir, wenn wir neue Zielscheiben aufstellen. Also mach dich auf die Suche und wenn du fertig bist, komm wieder zu mir. Okay. Das heißt, in der Stadt sollen wir die Dinger zerstören. Das machen wir jetzt auf dem Weg zur Druidengilde. Ich wollte mich eigentlich teleportieren, aber ich habe vergessen, dass das hier diese ekelhafte Quest ist. Die ist bald bei etwas. Ja. So. Bereits zerstört. Das haben wir. Zum Glück weiß ich schon, wo die ganzen Dinger sitzen. Und einen noch. So. Das, so viel dazu. So, dann noch einmal zur Druidengilde. Und da haben wir die Prüfung des Windes dann. Beim nächsten Mal können wir die Klassenquest fertig machen. Das wird schön. Ich glaube, für euch auch so eine kleine Erleichterung.
dass wir jetzt erstmal was anderes machen als leveln. Wobei wir wirklich einiges geschafft haben, halt auch in Bezug auf die Nebenquests. In meinem Nordwald und Tieferwald sind wir damit erstmal fertig. Bis wir weiter im Level steigen. Meine ich. Hallo. Dein Blick ist voller Tatendrang, Ash. Aus dir wird wohl schon bald eine große Stütze unserer Gilde werden. Letztes Mal hast du ja einiges über die Erde erfahren. Heute möchte ich dich darum bitten, dich mit einem anderen Element zu beschäftigen, dem Wind. Reise zur Imkerei Blütengold im Ostfeld und such die Druidin Wulfiu auf. Sie ist zwar noch ein relativ junges Mitglied unserer Gilde, aber bereits eine Druidin mit vollendeten Fähigkeiten, wenn es darum geht, den Willen der Luftelemente zu erahnen. Ich kenne keine bessere Lehrerin, um dich in die Mysterien des Windes zu unterweisen. Okay. So. Dann würde ich aber sagen, wir beenden hier den Part und sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Und da kümmern wir uns dann wirklich um die Klassenquests. Also, ciao!